Ja, sehr verehrte Damen und Herren, habe ich neben den regionalen Vikaren, sehr geehrter Herr Bischof, und zum Zweiten, ganz bedeutsam, dass uns sehr viele Betroffene immer und immer wieder artikuliert haben, und das kennen wir aus der ganzen posttraumatischen Belastungsforschung auch sehr genau, immer wieder artikuliert haben, werden wir mit unserem Leid, das ist für mich die zentrale Aussage meines Vortrags, werden wir mit unserem Leid eine Grundlage dafür bilden, dass sich die Institution Kirche, dass sich die Verantwortlichen in der Kirche, dass sich unsere Gesellschaft in einer ganz anderen Art und Weise erstens mit den stattgehabten Missbrauchstaten auseinandersetzt und zweitens mit den Gefahren und Risiken des Missbrauchs heute und in Zukunft. Ich halte das für einen sehr, sehr guten Auftakt. Vor allen Dingen, dass man sagt, die Kirche ist mehr als nur Priester, sondern Kirche sind ganz unterschiedliche Gliederungen bis hin eben zu den Vertretern, Vertreterinnen der Gläubigen. Wir müssen lernen, dass Prävention eine Daueraufgabe und ein dauerhaftes Thema ist und auch muss nicht immer krisenbesetzt sein, sondern dass es ein im besten Sinne normales Thema in unserem Alltag und auch auf Leitungsebene ist. Und deswegen ist immer die Forderung ja auch in Schutzkonzepten und Vereinbarungen insbesondere die Frage zu thematisieren, wie gelingt es mir, es immer wieder aufs Tapet zu holen und wie gelingt es mir im Laufe des Jahres bei allen anderen Aufgaben, die man hat, dieses Thema so abzusichern, dass es beschäftigt wird, weil wir wissen schon, dass es als erstes vom Tisch fällt, wenn man eh zu viel zu tun hat. Und das zu gelingen und es immer wieder als so eine Form von Stachel im Fleisch zu betrachten, das ist sicherlich ein ganz, ganz gutes Verständnis von Prävention. Zwei sehr konkrete, sehr einheitlich vorgetragene Forderungen waren, wir brauchen eine externe Anlaufstelle, Ombudsstelle wurde sie tituliert, die muss dringend zeitnah eingerichtet werden und wir brauchen eine Aufarbeitung der zurückliegenden Fälle und der Verantwortlichkeiten systemischer Art in unserem Bistum durch externe Kraft. Das können wir nicht selber tun. Diese beiden Dinge sind heute eindeutig benannt, von allen durchgehend und sind konkrete Aufträge. Durch alles hindurch, und das ist das, was wir auch unabgeschlossen immer wieder lernen müssen, wir müssen die Perspektive der Opfer immer wieder finden und das können wir am allerbesten, indem wir sie selber, so sie das wollen und können, mit einbeziehen.